So, es war sich ja auf Position. Wir rufen nämlich gleich jetzt den David aus meinem Bernheim an. Der feiert heute seinen 8. Geburtstag. Und wir versuchen, ihm eine ganz besondere Überraschung zu bereiten. Wir hoffen, dass alles funktioniert. Unsere Kamerafrau Martina hält die Stellung. Martina, du machst das überragend. Unser Kamerakind heute Morgen. Ich hab's technisch hinbekommen. Glaube ich zumindest. Ist mein Pluspunkt. Röser. Ist da der David Röser aus meinem Bernheim? Ja. Hallo David, guten Morgen. Haben wir dich geweckt? Nein. Hier ist Swazik Assel und Matze Bielek von Charivari. Weißt du, wer dran ist? Der Matze Bielek. Das ist vollkommen richtig, denn wir haben erfahren, dein Papa hat uns erzählt, dass du immer ganz treu Charivari hörst. Das macht uns natürlich wahnsinnig froh. Und der Papa hat erzählt, dass du heute Geburtstag hast. Ja, das stimmt. Du bist schon sehr gut gelaunt um diese Uhrzeit. Das freut uns, David. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an dieser Stelle von unserer Seite. Und wir haben auch erfahren, dass die Mama leider nicht dabei sein kann heute an deinem Geburtstag. Da drücken wir natürlich die Daumen, wünschen da gute Besserung. Wird hoffentlich bald wieder mit dir nachfeiern können. Und wir haben uns gedacht, wir machen dir eine kleine Freude. Wir wissen nämlich auch, David, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, dass du ganz großer Fan von Borussia Dortmund bist. Ja, das stimmt auch. Wie kommt's, hat der Papa dir das eingeredet? Ja. Siehst du, du bist ein ehrlicher Junge. Jetzt pass mal auf, jetzt spitz mal ganz kurz die Ohren. Wir machen mal die Musik im Hintergrund aus, denn wir haben einen ganz besonderen Musikgruß für dich, der aus Dortmund für dich heute hierher geschickt wurde. Du wirst den jungen Mann sicherlich erkennen. David, für dich. Lieber David, hier ist der Sebastian Kehl. Ich wünsche dir zu deinem 8. Geburtstag heute alles, alles Gute und vor allem eine große Torte und hoffentlich ganz, ganz viele Geschenke. Und ich drücke natürlich auch deiner Mama die Daumen, dass sie bald wieder gesund wird und ihr dann auch gemeinsam diesen Geburtstag nochmal feiern könnt. Tja, ansonsten bleibt dem BVB lange, lange erhalten und drücke ihm auch weiter in die Daumen. Ich weiß ja, dass du ein großer Fan bist. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal hier im Stadion. Viele Grüße aus Dortmund und bis bald. Hey David, bist du noch da? Ja. Hast du ihn erkannt? Ja. Sebastian Kehl, der ehemalige Kapitän von Borussia Dortmund und Vize-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, hat dir persönlich einen Geburtstagsgruß geschickt. Jetzt bist du sprachlos, oder? Ja. Wie war der Kehli als Fußballer? Ein ganz guter Fußballer. Ein ganz guter. Er war ein sehr guter und ist noch ein besserer Mensch offensichtlich. Ganz feiner Zug von ihm, dass er dir da zum Geburtstag gratuliert. David, wir wünschen, dass du eine schöne Feier hast. Wir haben auch erfahren, dass du großartiger Golfer schon bist in jungen Jahren. Ja. Ja. Würdest du mir das mal beibringen? Ja. Ehrlich? Pass auf, David, das ist dann unser spontanes Geschenk für dich. Wir laden dich ein auf eine Golfrunde, wo du uns mal zeigst, wie das funktioniert mit dem kleinen weißen Ball. Okay. Sehr schön. Danke. Bitte. Danke dir. Viel Spaß in der Schule. Grüße an die Mami, gute Besserung und feier schön. Ja. Mach's gut, David. Happy Birthday. Ciao, David. Danke. Tschüss. Ein sehr süßer Sonnenschein, der David. Unser Geburtstagskind des Tages. Hat er verdient, ja. Und auf die Golfrunde freue ich mich tatsächlich auch. Und auch danke an Sebastian Kehl, dass er da mitgemacht hat. Ganz feiner Mensch, ganz großartiger Sportler. Hier sind für euch die Bee Gees und Alone. Schönen Tag euch.